Ja, hallo hier bei FDL, hier auf der GameCraft Academy. Ich bin der Dänsche von unserem Hilfskanal und wir sind im Part Nummer 23, wenn ich mich nicht irre. Und ja, wir haben uns geschafft, dass wir ein bisschen was kaputt gemacht haben. Und wir sind jetzt auch schon im nächsten Sektor und wir springen natürlich dahin, wo das nächste Schiff ist. Aber vorher gehen wir noch dahin. Wir haben eigentlich mehr Scrap. Wir könnten theoretisch eigentlich auch mal ein bisschen hier... Oh. Oh, wir können was tauschen. Ah, Raketen gegen Drohnenparts. Na, machen wir doch gerne. Und eigentlich könnten wir was upgraden. Fällt mir gerade ein. Und zwar 1, 2, 3, 4. Wir bräuchten hier noch 2. So, fertig. Und dann den restlichen Geld. Das noch. Jetzt können wir theoretisch das hier starten. Mal. Irgendwann. Um unsere Dings zu bekommen. Unserem Layout. Also unser Achievement, was wir eigentlich noch kriegen sollten. So, hier könnte ich noch Sturm drauf machen. Oh. Mhm, ein Rebellenscout. Oh, das ist wieder abgehauen. Ach nein, er tarnt sich nur. Scheiße, er tarnt sich. Ausweichskill aktivieren. Das kann ich ausmachen. Das kann ich ausmachen. So, starten wir. Oh, die schießen. Und, haben natürlich getroffen, die dummen Schweine. Wir machen mal lieber auf. Wer weiß ja nicht, ob das irgendwas so Brennscheiße ist. So, Iron Blaster auf die Waffen. Oh, die haben keine Schilde. Ah, die haben keine Schilde. Okay, dann sollten die kein Problem... Was? Ich habe sie nicht getroffen? Oh mein Gott, was ist denn das? Oh, oh, oh. Oh, schnell. Reparieren. Das ist mir jetzt scheißegal. Muss ganz schnell repariert werden. Ganz wichtig. So, Aki, du schnell zurück. So, versuchen wir das jetzt hier einfach mal. Das ist die Frage, ob wir das jetzt einfach mal schnell alles starten, um kurz das Schiff mitzubekommen. Wir haben bloß 9 Drohnenparts. Ich weiß nicht, ob ich das verschwenden will. Ach doch, das will ich verschwenden. So, ich habe noch eins, weil so 2 Stück muss ich noch irgendwie ranschaffen. So, wer braucht schon Ausweichen? Anti, Beam und Defense-Drohne. Tja. Nein, die machen sie einfach unsichtbar. Ja, Engi-Cruiser Typ 2 haben wir bekommen. Ja, das ist natürlich eine gute Counter-Strategie. Einfach... Nein, die sind abgehauen! Stimmt, ja, die haben ja FTL aufgeladen. Ach, fuck. Jetzt kriege ich noch nicht mal was für die Dinger. Ach, verdammt. Die haben ja ihren scheiß FTL haben sie aufgeladen. Und dadurch... Ja, habe ich überlesen, nicht Idiot. Ja, gut, die machen wir auch noch aus. Ja, schade. Schade war es. So, da haben wir ein Schiff. Will ich denn in so eine Scheiße reinfliegen? Ja, dadurch werden die Dings langsamer, die, die Rebellen. Ich fliege da jetzt einfach rein. Oh, oh, ein Rockfighter-Schiff. Oh, oh, oh. Och nein, hier hätten wir uns eine unbekannte Waffe kaufen können. Oh, und ich habe das die Scrap nicht. Hm. Also ich frage, greife ich so ein Rockschiff an? Da sind wir das letzte Mal auch verreckt daran. Was haben wir denn hier eigentlich für Nachteile? Danger. Im Prinzip ist ja... Ach, nur unser Dingssystem ist aus. Ansonsten habe ich alles, na, dann kann ich sie theoretisch doch angreifen, oder? Komm, wir greifen es an. Ach, die haben Medic Bay, schade. Ach, die haben da... vielleicht war es eine ganz schlechte Idee. Die haben Medic Bay, das ist schon mal sehr schlecht. Die halten mehr aus, diese Rocks, die sind ja so eine fetten Aushaltviecher. Wie machen wir das jetzt am blödsten? Das ist mal ein Iron Blaster, selbstverständlich auf die Waffen drauf. So, dem ist halt das Schild von denen. Und dass ich die Rocks wahrscheinlich nicht so schnell tot kriege durch die Dingsbums da. Ja, dann werde ich wahrscheinlich doch richtig rumballern müssen. Wenn ich eh nicht beame, dann... So. Ach, das wird echt eine harte Nuss mit 3 Schilden. Ah, der Beam, den brauchen wir eigentlich gar nicht. Ich komme eh noch nicht durch. Oh Gott, da jetzt durchzukommen wird echt hardcore. Und die greifen schon an. Oh, oh. Ach, Moment mal. Doch, wenn die zweimal schießen, sind unsere Schilde runter. Ach, das schaffen wir locker. Wir müssen es nur irgendwie jetzt noch ein bisschen was kaputt machen. Das wäre nicht schlecht. Vielleicht versuche ich es doch mal mit rüberbeamen. Mal schauen, was da drüben so abgeht. Vielleicht sollte ich nicht direkt hier und da. Ich weiß nicht, wie viel... Das Schild ist ja... Kommt doch mal ins Schild. Okay, wie viele Rocks haben die? Ein Rock, 2 Rock. Oh, die haben nicht nur Rocks, die haben auch Menschen. Ich glaube, ich gehe mal woanders was angreifen. Ich würde ja gerne das hier angreifen, aber da drin zu kämpfen wird echt hardcore. Aber wir machen es trotzdem mal. Ja, nee, gut, das Kämpfen, das bringt ja nicht viel dort, sondern...
den Captain angreifen. Und die hauen ja eh gleich ab. Jetzt glaube ich, dass die gleich abhauen. Ja, und da hauen sie ab. Und da kommen auch schon die neuen, die wieder aufgeladen sind. Ha, ist schwierig, schwierig. Jetzt haben wir natürlich keinen Medic. Warum eigentlich nicht? Irgendwo habe ich... Hier, machen wir wenigstens einen Medic an. Ja. Wird schwierig, die außer Kraft zu setzen. Aber wir haben hier auch Schild. Naja, wir haben das Schild, glaube ich, gar nicht beeinträchtigt. Das ist alles nur durch den Albion Blaster. Oh, 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 oh. Ah, sehr schön. Ja, also für ihre Waffen haben wir eigentlich gar nichts zu befürchten, weil der schießt zweimal, dann geht unser Schild runter, aber Aki ist schnell genug, um das wieder hochzuziehen. Also kann ich den Albion Blaster eigentlich auch auf die Medic Bay schießen. Dann werden wir das Schiff jetzt doch unter unsere Kontrolle bringen. Und zwar werde ich dafür extra, weiß ich jetzt gar nicht. Mal schauen. Da, die schaffen die eh nicht, da durchzukommen mit ihren paar Billigwaffen da. Gut, dann... Ich weiß aber nicht, ob ich die Drohne abziehen sollte. Weil die macht immer Damage und so. Kommen wir jetzt endlich mal durch da. Ja, sehr schön. Jetzt sind sie... Okay, dann kann ich jetzt nämlich rüber. Und zwar direkt drauf. Dann töte ich die Leute. Die gehen direkt dort, wo sie stehen. Die Medic Bay ist nämlich kaputt. Oh Gott, das Shirai kriegt ja Haufen Damage. Warum kriegt er so viel Damage? Was? Oh, die haben auch gar keine O2 mehr. Teleporter, werd ready. Schnell, werd ready. Okay, er ist ready. Oh Gott. Die Drohne macht alles kaputt da drüben. Ist nicht so schön. Muss ich zugeben. Wie macht man das am blödsten? Eigentlich müsste ich nur... Eigentlich müsste ich nur mal die Drohne da abziehen. Aber seht ihr das? O2-Generator ist ja auch schon ziemlich im Arsch. Und wenn die das nicht reparieren, dann wissen wir ja, was passiert. Wow, wie die Drohne alles verballert. Wie die einfach alles verballert da drin. Das ist krass. Ich glaube, die werden da ersticken da drin. Ich werde mal die Anti-Schiff-Drohne deaktivieren. Ich glaube, ich lasse die jetzt einfach ersticken, ne? Also in dem Moment, wo ich ja, ich glaube, die reparieren das auch gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Aber wenn die sich nicht heilen können in der Medic Bay, dann müssten sie eigentlich auch langsam da zugrunde gehen. Hoffe ich. Ich möchte mich jetzt nicht rüber teleportieren. Oh, und da sind sie alle gestorben. Einfach erstickt. So, now der ship has been emptied, bla bla. Oh. Also wir haben das jetzt durchsucht und hoffen, dass wir vielleicht einen Gefangenen finden, der uns joinen will. Aber anscheinend haben wir keinen gefunden. Aber 58... Doch, wir haben einen gefunden. Der Pomeroy. Na, hallo Pomeroy. Willkommen an Bord, würde ich sagen. Dann wirst du vielleicht unser neuer Dingsbums, obwohl der schon recht gut war, der Schulze. Aber du bist dann hier. Willkommen in der Kampftruhe, mein Mantis. Oh, Aki könnte das hier mal reparieren. Nee, es geht ja gar nicht zu reparieren. Gut, dann würde ich jetzt nämlich, dachte ich mir nämlich gerade, werde ich das hier mal ganz kurz erhöhen. Weil dadurch kann ich jetzt, glaube ich, sehen. Mal schauen. See Enemy Intruders, See Enemy Power Use. Okay, jetzt sehen wir nämlich drüben bei den Gegnern alles, was wir sehen wollen. So, dann, was brauchen wir denn jetzt noch mehr? Mehr Ausweichen, mehr Schild vielleicht. Sowas würde ich gerne haben. Komm, ich mache nochmal ein Ausweichen drauf. So, das sieht dann so hier aus. Ja, kann man so machen. So, jumpen wir mal weiter. Hier gibt es irgendwas. Ein Iron Storm. Oh, nein. Das ist mir dann doch zu high. Von oben lang fliegen? Könnte etwas länger dauern. Das sind ja schon die Rebellen. What the fuck? Dann fliegen wir da lang. Ah, den Iron Storm würde ich gerne... Oh, wir haben hier bloß noch drei. Oh, was haben wir hier? Heavy Damage Federation Ship is sitting in the Nebula. You make contact with them. They fade into the Nebula. Das kommt mir so bekannt vor. Moment, also... Ich glaube ja nicht, dass es jetzt eine Chance ist auf ein Schiff oder so, aber ich weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich habe mal geschaut, eigentlich nur Homeworlds.
Ja, dann schau mal. Teleporter, look into the live signal switch für Teleporter. Ja, was machen wir denn jetzt? Einen Long-Range-Scanner verwenden oder? Komm, wir nehmen den Long-Range-Scanner, um ihn zu verfolgen. Das sind hier die Töte, be found by friendlies. Oh, wir haben noch jemanden bekommen. Mr. Bars. Hallo Bars, willkommen an Bord. Ey, was habe ich mir so ein fettes Schiff jetzt? Das ist ja schon fast abartig. Du wirst ein Sauerstoffexperte. Du reparierst das Ding immer, wenn es kaputt ist. So, kurz gesagt. Sehr schön. Wow, haben wir fette Mannschaft. Ja, schön. Dann jumpen wir mal gleich weiter. Hier, es gibt ein Detektor. Okay, mein Sensor ist kaputt. Das ist im Nebel ja normal. Ist eh nur ein Autoscout. Ja, eh nur. Ist immer so eine Sache. Die haben wieder zwei fette Waffen. Iron Blaster auf die Waffen drauf, so wie immer. Und da muss ich ja eine Anti-Schiff-Drohne mit starten, sonst mache ich ja keinen Damage. Oh, ich habe natürlich keinen Schuss. So. Gut, das haben wir für ein Ausweichen. 35. Nicht sehr berauschend, aber ja. Ja, ich hätte vielleicht eine Anti-Raketenscheiße mitnehmen sollen. Scheiß Raketen immer von den Leuten. Ah, schon wieder eine Rakete. Und komm, die fliegt vorbei, die fliegt vorbei. Ha, die ist vorbeigeflogen. Komm, treff die Waffensysteme. Sehr schön, jetzt ist es auch aus. Und die Drohne erledigt dann hoffentlich den Rest. Gut. Oh, jetzt sind ihre drei Schilde wieder hochgefahren. Das ist natürlich auch nicht sehr schön. Jetzt sind die Raketenwerfer ist wieder da. Oh mein Gott, schnell schießen, schießen. Schnell. Ja, der schießt bestimmt, der trifft wahrscheinlich wieder. Scheiß Iron Blaster. Ja, komm, treff. Schwein gehabt, die ist vorbeigeflogen. Hui. Gut, dann mach mal jetzt Damage, Drohne. Das wäre nicht schlecht. Sehr schön. Ich würde gerne gewinnen. Das wäre sehr gut. Ich bräuchte nämlich ein bisschen Treibstoff. Ich hoffe, die haben Treibstoff an Bord. Ich meine, das ist ein automatischer Scout. Der muss doch Treibstoff dran haben. Der kann ja nichts. Na gut, der kann einkaufen gehen. Automatisch. Er merkt dann irgendwann so, oh, ich habe bloß noch 10% Treibstoff. Dann fliege ich mal lieber meine Treibstofftanke an. Oh, das trifft natürlich. Oh nein, unsere Drohnensteuerung. Schnell reparieren. Sehr schön. So, wir haben ein Fuel bekommen. Sehr schön. Ein bisschen Benzin, warum nicht? So. Bars, repariert das Teil. Das dauert natürlich ein bisschen. Hier unten sieht man übrigens den Fortschritt. Ja, langsam wird's. Ja, Bars ist unser Ingenieur, unser menschlicher Ingenieur. Die Engis sind natürlich ein bisschen besser darin, aber naja. Oh, ein Store, noch ein Store. Wir haben natürlich keinen Knete. Gehe ich da hin? Oder da, dann da, dann da? Ich weiß es nicht. Ich brauche Knete. Ich brauche mehr Knete, bevor ich in so einem Store gehe. Obwohl, wir müssten auch mal in so einem Store. Oh, wir haben einen Hüllsmasher Laser Mark II bekommen. Wow. Der designt den Maximum. Der macht nämlich Hüllendamage. Cool. Das ist ein Laser, ne? Ganz normaler Schutz. Drei Schüsse. Der macht ein Damage. Das ist wie der Heavy Laser eigentlich. Nee, der schießt nur zweimal. Macht aber dafür zweimal Damage. Wow. Aber der hat zum Beispiel. Hä, der hat auch eine Breach. Ach so, der macht zweifach Damage an Systemless Rooms. Also wenn da nichts ist, dann kann man gut Damage drauf machen. Brauche ich den denn dann später? Ich weiß es gar nicht. Wenn momentan habe ich den ja auch nicht in Einsatz, weil ich einfach den Iron Blaster die ganze Zeit benutze. Das ist halt die Frage. Ich brauche ein bisschen Geld. Hier ist auch noch ein Store. Ey, das ist doch zum Mäusemelken. Naja, ich gehe jetzt dahin. Dann haben wir nämlich noch einen Full übrig und können dann noch zum Store fliegen. Anders ist es nur. Okay, was haben wir hier? Aha. Oh, da wird ein Zivilschiff von Piraten verfolgt. Helfen! Helfen! The power up your weapons. Das ist doch eigentlich so ein Slug-Schiff, ne? Ja, Slug, also Schneckendinger ist das. Ein Schneckenpiratenschiff. Tja, dann würde ich sagen, kampferprobte Crew, rüber mit euch.
Ihr müsst die Gegner ausschalten. Oh Gott, wir haben hier drei Waffen. Das wird Hardcore für uns. Egal, wir schicken die rüber und ja, das kriegen wir schon hin. Ach so, ne, das noch mal aus, das noch mal an. Der schießt dahin und wir holen uns sozusagen die Schilde. Los, die Schnecke, ist doch kein Problem. Ein paar Schnecken töten und ein paar Menschen. Menschen und Schnecken ausschalten. No problemo für uns. Ja, die Raketen treffen uns nicht, das finde ich gut. Da, der eine Mensch auch schon fast tot. Die Schnecke ist tot, der Mensch ist tot. Jetzt noch der andere Mensch. Ach, wie viele Menschen und wie viele Leute haben denn die da? Okay, da hole ich sie mal schnell zurück. So, was ist hier drüben passiert? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Ist immer ganz schlecht, wenn man nicht aufpasst. Ich schicke den mal dahin. Ich hoffe, ihr brennt es nicht irgendwo. Aber wir sind fast alle tot, also. Kein Problem. Los, treff die Waffen, treff die Waffen. Ich will keine Raketen jetzt bei mir haben. Ah, oh, natürlich ein Mist. Ich glaub's ja nicht. Sehr schön. So, komm, werd fertig. So, jetzt rüber da. Ja. Wow, wie viele Leute da drauf sind auf diesem Piratenschiff. Aber nur eine Schnecke. Eine Schnecke nur. Das ist interessant. So, jetzt sind fast alle tot. Da kommt der letzte Mensch angetuckelt. So. Wie hat denn der noch, das Sambu? Ach, Sambu, die schicke ich jetzt mal dahin. So. Und geschafft. Ein Drohnenpart, ein Fuel, Scraphammer und wir kontaktieren die Zivilschiff. Ja, danke, 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 danke. Geben Sie uns noch ein bisschen was. Sehr schön. Wir haben sogar Fuel bekommen. Das ist ja fantastisch. So, und so sieht das normalerweise aus, wenn unser Sensor nicht kaputt gegangen ist. Ja, holen wir unsere Leute zurück. Sehr schön. Na, es hat auch wunderbar funktioniert. Also dann bin ich ja sehr erstaunt. So. Wenn der fertig ist, dann geht's wieder rüber. Und die haben natürlich jetzt Kampferfahrung. Ja, sehr schön. Bald haben sie so viel Kampferfahrung, dass sie mehr Damage machen. Das finde ich gut. Gut, dann. Mit 209 können wir doch gerne mal zum Store fliegen. Obwohl, wir haben 209. Wir haben noch Full. Aber wenn ich zu dem Store, dann könnte ich noch zu dem Store fliegen. Schauen. Ah, ich hole mir noch Geld. Ah, da oben war noch ein Schiff. Das hätte ich mir vielleicht eher hinfliegen sollen. Oh, wir haben eine Anti-Schiff-Drohne gefunden. Ne? Warum nicht? Und ein bisschen Scrap. Na komm, auf zum Store. Auf zum Store. Gut, da müssen wir uns jetzt natürlich entscheiden. Oh, ein Cloaking-System ist ganz wichtig für den Endboss. Kaufen wir uns natürlich sofort. Jetzt müssen wir uns entscheiden, ob wir hier was verkaufen. Den Beam können wir verkaufen, haben wir eh schon. Jetzt ist die Frage: Hülllaser 2 behalten oder Heavy Laser 2? Der 3 Damage macht, egal wohin. Und der macht halt nur 2 Damage in Systemless Rooms. Aber der macht. Ja, angeblich ist Hüllendamage. Aber Breach, also dieses Breach da, ich weiß, kann es nicht aussprechen. Breach-Chance ist ja das, wenn man dann in Hülle Damage reinhaut. Aber da steht da. Hier steht Low und hier steht auch Low. Ach komm, ich verkaufe das Ding ab. Ja, nachher heißt es bestimmt, das war total genial, das Ding, aber ist mir egal. So, weg damit, weg damit. So. Sehr schön. Da haben wir jetzt noch 169 übrig. Wir können eh nicht viel kaufen, aber wir können uns hier sowas kaufen. Drohnen. Ja, ich hätte es gar nicht verkaufen müssen eigentlich. Schade, dass man die scheiß Raketen nicht verkaufen kann. Ja, eigentlich brauchen wir so jemanden. Human. Den Engi. Vielleicht einen Reparatur-Engi noch mitnehmen. Nein, wir haben eh schon viel zu viel. Dann können wir das lieber hier reinstecken. Und zwar brauchen wir, glaube ich, mehr Power. Wenn ich mich nicht irre. Also. Vor allem das Cloaking müssten wir auch noch aufleveln. So. Einfach damit das hier ein bisschen mehr ist. Gerade für den Endkampf wird das echt spannend werden. So, ich sehe gerade, wir sind ja schon echt total weit wieder. Ach, ich hätte noch zum anderen Shop fliegen können. Ja, dann fliegen wir noch schnell hier zum nächsten Schiff und beenden den Sektor halt noch. Und dann haben wir halt wieder eine 20 Minuten. Oh, was haben wir denn hier? The ship is ein Slave Trader. Oh, ein Sklavenhändler. Ich könnte mir einen Sklaven kaufen. Ach, ich bin voll, sehe ich gerade. Weil ich voll bin, müsste ich dann jemanden abgeben. Okay. Ich könnte die angreifen. Teleport. Use the teleport to attempt to board the ship and release some of the sleeves. Oh, dann kann ich ein paar freilassen.
You beam a team into their ship. Oh nein, ein Team rübergeschickt. Oh mein Gott. Hä? Was? Oh Gott. Hä? Ach so, ich hab's so schnell gelesen. Ich glaube, ich bin rübergebeamt, habe ein paar Sklaven befreit und jetzt greifen sie uns auch noch an. Ja, kein Problem. Wir haben ja unsere bekannte. Ich muss den Beam muss ich anmachen. Ich brauche mehr Power, eindeutig mehr Power. Mache ich das hier mal aus und gehe hier mal eins runter. Dann kann ich nämlich das. Ach nee, warte mal. Da kann ich ja doch hier anlassen. So. Der schießt wie immer auf die Waffen. Und dann beamen wir uns schnell rüber und tarnen uns dann, obwohl. Ich gehe gleich rüber. Schilde kann ich nicht angreifen, das ist immer ein Viererraum, das ist schlecht. Das sind ja immerhin zwei Mantis, Leute. Greifen wir ihr. Ich würde das schon gerne. Egal, greifen wir einfach hier das O2 an. Und dann kommen sie einzeln zu uns gerannt und wir können sie umbringen. Ich hoffe ja, dass hier die Schwachen eher zu uns kommen. Ja. So, tarnen wir uns trotzdem mal. Dann können sie uns noch nicht so schnell angreifen. So, natürlich kommt die Mantis zu uns, aber wir haben mehr Kampferfahrung als die. Zumindest sieht das ein bisschen so aus. So, Teleporter ist fast wieder ready. Aber nur fast. Ich bin mir dann nicht sehr ganz sicher. Ich renne lieber weg. Und jetzt ist er ready. Sind alle da drinnen jetzt? Ja. So, danke. Oh. Boah, muss ich aufpassen hier. Oh. Was ist denn jetzt eigentlich aus? Ach so. Ach, die schießen mit einem Blaster schießen die auf unsere Schilde. Die Schweine. Ach, mein Iron Blaster ist ja aus. What the fuck? Warum? Haben sie wahrscheinlich angegriffen. Ich habe es nicht mitbekommen. Ah, verdammt. Ich brauche irgendwo eine Energie. Hier. Damit ich den wieder anmachen kann. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Mit was ballern die denn hier rum? Da muss ich Aki schnell rüberschicken. Die Schilde sind eh relativ im Arsch. Okay, dann ganz schnell rüber jetzt wieder. Ich hoffe nur, dass mein Teleporter nicht irgendwann angegriffen wird, weil das wird dann echt teuer für mich. So, die sind ja eh fast alle tot da drüben. Dann greife ich doch direkt ihre Waffensysteme an und gehe dann danach direkt in Tarnung, damit die jetzt nicht noch mehr rumballern. So, schnell die Waffen reparieren. Oh. Scheiße, habe ich nicht aufgepasst. Oh. Das wird jetzt echt verdammt knapp. Das wird jetzt verdammt knapp. Ich muss mal schauen. Oh, der hat gerade ein Level abbekommen. Ah, Schwein gehabt, das war knapp. Oh, irgendwas ist hier schon wieder. Meine Hülle ist runtergegangen, ja, weil die uns trotzdem treffen, die Schweine, aber Aki da oben ist, selbstverständlich. Nikola müsste da eigentlich sein. Aki, schnell zu den Schilden. Meine Schilde sind auch komplett runtergefahren, powertechnisch. Überall was zu tun, gleichzeitig. So, du sollst ja eigentlich hier mit rein. Die sind fast alle tot da drüben. Oh mein Gott, da kommt eine riesige Rakete. Oh, Schwein gehabt. Mann, habe ich ein Schwein gehabt. Oh. Au. Komm schnell wieder rüber jetzt, die noch schnell zermürben da drüben. Schnell zerstören. Direkt drauf auf den Arsch. Komm, mach ihn endlich kaputt. Oh Mann. Was für ein Kampf. Brauchen, glaube ich, mehr Schild und mehr Ausweichen. So, aber wir haben einiges bekommen. You break off a ledge and slave falls out. Ah, die Säcke haben ihre Sklaven in die Wände versteckt. Ja, jemand möchte uns joinen. You must dismiss a crew member. Ach, der möchte uns joinen, sozusagen. Das ist ein guter Reparaturtyp. Ich glaube, ich werde Bär
sozusagen für den neuen Engie austauschen. Mein Engie ist einfach schicker, was Reparaturen angeht. Ja. So, machen wir das. Oh mein Gott. War echt krass hier. Wenn so eine Iron Blaster auf uns gerichtet wird, ist das auch nicht sehr schön. Gut, dann schnell mal unsere Leute zurückholen. Schnell heilen lassen. Und dann war der Part doch wieder etwas länger, wegen diesen dämlichen Kampf jetzt gerade. So, geht er natürlich wieder da zurück. Wieso sind unsere Schilde eigentlich nicht ganz. Ach, wir brauchen mehr Power. Wir brauchen eindeutig mehr Power. Und das werde ich mir jetzt auch gleich gönnen. So. Mehr Power. So, der neue Kupin. Du gehst gleich mal hier reparieren und wirst deinen Reparaturskill noch etwas verbessern. Ich meine, der ist ja auch verdammt schnell eigentlich. Und dann gehst du hier oben hin. Gut, dann. Na, den Store brauche ich nicht. Ich flieg zum Exit. Wir sind doch fast wieder kaputt, ey. Das gibt's doch gar nicht. Oh. Oh, die wollen uns reparieren. 10 Damage für 20 Scrap? Klar, gerne. Danke. Gut, dann. Der nächste Sektor wird Zoltan-Kontrolle oder Rebellenkontrolle? Die Zoltan sind eigentlich auch ganz cool. Ich glaube, da gehen wir dann hin. Und springe ich auch gleich hin. Und dann hier. Danke, dass ihr wieder diesen, keine Ahnung, 25, 26 Minuten Part angeschaut habt. Ich war der Tenchi von Sinups Kanal und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüssi.